weiß nichts über dich. Wer bist du überhaupt? Relax, du kennst mich. Nein. Mein Name ist Coburn, der Boss hier. Schiff hat es vergessen, also enthebe ich ihn der Verantwortung. Beeindruck mich, gewinn Rennen, hol Scalps und du wirst wie Aid. Fick mich und du bist tot. Verstanden? Na sicher. Moin! Willkommen, das haben wir schon im letzten Video gesehen, dieses Gespräch hier. Und ich fahre gleich mit einem Kollegen zusammen, aber erst weißt du nicht, dass ich hier drin bin. Jetzt muss ich Einzelrennen machen. Koop-Rennen gibt es ja nicht bei diesem hier. Diese Cam-Geschichte dauert zu lange. Luis Caliente ist Cams Nummer 1 Vollstrecker. Er dreht Runden durch New Orleans. Schalt ihn aus. Öffentlich. Cam verliert sein Gesicht und dann geht ihm die Kohle aus. Win-win. Verstanden. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Einzelrennen. Und zwar Straße benötigt. Wir fahren im Ford Focus wieder hier. Und ich müsste selber haben, um was zu gewinnen. Und auf geht's. Mal sehen, ob sich die Info bezahlt macht. Was willst du? Oh, hi, Cam. Wie geht's denn Luis heute? Woher zum Teufel weißt du? Er sollte besser abhauen. Ja, mal gucken, ob ich mit dem Wagen das schaffe, hier den einzuholen, den BMW. Und halte ich nicht zurück. Und ich soll mich nicht zurückhalten. Oh Mann. Ja, ich versuch's ja. Aber es ist nicht ganz einfach immer hier. Komm hier. Halt! Wo soll jetzt hin? Rechts rum, ne? Nee, versuche ich ja. Aber jetzt habe ich den Wagen gewillt hier automatisch. Ich muss, glaube ich, meinen anderen Willen, meinen Nissan. Jetzt schalt ihn aus. Ja. Immer hier um die Kurven rumkommen, Kollege. Er fährt aber ganz schön viel Kurven, der Junge. Okay, Arschloch. Das Maß ist voll. Oh, eins? Als Maul. Mal sehen, wie gesprächig du bist, wenn die Jungs mit dir fertig sind. Hallo. Weg da! Nein! Arschloch! Frechheit! Er fährt ganz gemütlich die Schiene da lang und ich muss hier versuchen hinterher zu kommen, ne? Das ist immer so ärgerlich. Ich habe ihn noch nicht einmal berührt. War klar. Ja, versuch's doch. 40%, naja. Noch eine Minute Zeit. Ich hoffe, ich krieg ihn nochmal hier. Nein, der ist abgebogen. Shit. Ich wollte ihm den Weg abschneiden, aber nicht geklappt. Ja, noch eine Minute. Das wird jetzt ernst. Einmal hinterherkommen. LKW, Autos. Vielleicht biegt er ab wieder, wetten. Ich wusste es. Gerade wo ich schön auf Geschwindigkeit war. Weg da. Nun gib Gas hier. Nein, nicht dagegen. Ich schaff's nicht mehr, noch 30 Sekunden. Daneben gefahren. Mist. Eine ist zu früh reingefahren, habe ich gerade gesehen. Aua, scheiß Wand. Ja, 3 Sekunden, es wird nichts mehr. Kann ich mal machen. Und noch einmal. Das Intro brauchen wir nicht noch mal sehen, das haben wir gerade gesehen. Überspringen. Ja, ich habe kein Nitro, das ist Mist.
Vielleicht biegt er rechts ab. Sag ich doch. Jetzt zeig's ihm. Und gleich wieder links. So. Ey! Dumme Wand! Der fährt eine andere Strecke oder? Nee, dieselbe. Bleib an ihm dran. Au! Shit! Das war jetzt Mist, die Kurve. Mach ihn kalt. Ja, immer rankommen, Leute. Ich habe gar nichts gemacht hier, Mensch. Dummes Auto, weg da! Nein! Warum stehen die Autos im Weg hier? Ja, versuche ich ja, Kollegin. Ah, zu früh eingelenkt. Ich hasse enge Häuser. Und weg ist er. Ich habe ihn nicht mal geschafft, immer schneller als eben. Der BMW ist geschrottet. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich noch die Kollegen abhängen da. Mission erfüllt. Stufe 40. Yeah. Und perfekt 25. Hey, habe ich Gold geschafft oder was? Sieht ganz so aus, ne? Oder? Achso, wegen Level Up, ne? Ja. Ah, Bronze. Na gut. Ab in die Werkstatt oder Buckets verkaufen. Mal gucken, was ich machen kann. Minus 4. Tein Saku schicken kann ich nur machen. Und fortfahren. Geschichte geht weiter. Dein Louis braucht einen neuen Schlitten. Du weißt, es gibt nur eine Lösung dafür. Nicht unbedingt. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir sehen uns. Okay, du bist jetzt ganz oben. Ein Rennausstatter in Los Angeles hat seine Türen für dich geöffnet. Rennwagen sind das Nonplusultra in Sachen Tempo und Präzision. Die sind für die Rennstrecke gebaut und erfordern höchstes Können und Kaltblütigkeit. Rennwagen sind ziemlich empfindlich, aber unglaublich schnell. Okay, fortfahren. Renntuner, da wollen wir gleich mal hinfahren. Da ich ja jetzt meinen letzten Wagen hier komplett ausstatten kann, dafür muss ich erstmal meine Karte wieder haben, Leute. Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Ruiniere Cams Ruf öffentlich. Ich sorge dann dafür, dass du aufsteigst. Hört sich gut an. Cam wird dich herausfordern. Er muss. Und vielleicht habe ich noch ein paar Jobs für dich. Sei bereit. Ja, ich bin bereit. Immer möchte ich einen Renntuner haben. Dann könnte ich vielleicht schon meinen letzten Wagen kaufen, indem ich nochmal zur Werkstatt porte. Am dichtesten ist, glaube ich, wenn ich hier hin porte. Ne? Dann kannst du an der Küste fahren, da bin ich schon mal lang gefahren. Ich fahre hier lang. Blitzreise. Und er lädt. Stehe ich natürlich falsch rum wieder, das war mir klar. Aber einmal will ich die Karte wieder haben. Ja, hier unten habe ich ja schon mal meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Freischalten von den Strecken. Aber wo ist der Renntuner? Der war hier oben irgendwo. Da. Ah, komm schon, Karte, bau auf hier. Wo bin ich denn noch dran hier? Was? Einmal was so. Wegpunkt setzen. Und los geht's. Das ist nämlich die letzte Mission. Die letzten Autos. Die freischalten kann. Warte mal, ich nehme einen anderen Wagen, den ich neu habe, durch dieses Pack hier. Warte mal, das müsste ja normal sein. PEGEST müsste es sein. Abarth, Hot Rod, Camaro, Street Edition. Das ist der BMW, glaube ich. Ja. Fast Feedback, Fastback. Der neue oder was ein alter? Oder soll da ST drin? Warte mal.
Halt ST nochmal gucken. So, SE. Ford, McLaren, Ford, das sind die ganz schnellen. Die habe ich noch nicht getuned hier unten. Spyker C8, wer war das denn? Ah, das ist auch einer von den neuen alten. Aber der gefällt mir nicht so vom Optik her. Muss ich auch mal umwandeln noch in die neue Version. Ein bisschen Buckets habe ich ja noch, aber immer will ich den Renntuner haben. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Mein Kollege kommt nicht wieder anscheinend. Er traut sich nicht hier rein. Chevrolet C3 und C2. Na gut, es gibt nur Chevrolets da, ne, die alten Dinger. Das ist der C3 und der andere ist der schwarze. Okay. Ah, der hat natürlich nichts. Das ist die Straßenversion, die Serienfahrzeug-Dings hier. Aber ich möchte mal mit so einem Wagen wieder fahren hier. So ein Oldtimer. Also drei Fahrzeuge nur, ne, und zwei Chevrolets. Ist natürlich nicht so schön, aber wenn man auf Corvette steht halt, ne. Dafür habe ich es kostenlos bekommen, so quasi, ne. Da ich ja den Season Pass habe. Und ob ich dafür 6,99 € ausgegeben hätte, also 7 €, das weiß ich nicht für dieses Pack. Der schwarze gefällt mir am besten. Den fahre ich auch gleich nochmal. Aber es ist halt so ein klassisches Modell, der Vorläufer von der richtigen Corvette. Und von damals ist es ja nicht noch ganz okay aus, aber wie gesagt, den schwarzen finde ich besser. Das schalte ich jetzt auch mal um. Und zwar ist es dieser hier. Die C2. Der sieht schon von Optik ein bisschen besser aus, weil so nostalgischer wirkt als der andere. Aber ist natürlich Geschmackssache. Also die drei Fahrzeuge, die sind nicht so mein Geschmack, ehrlich gesagt. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, wollen wir mal zum Renntuner fahren, damit wir das letzte Auto freischalten, was ich kaufen möchte später. Ich hoffe, dass ich ihn gleich kaufen kann, indem ich hier ein bisschen auf Neuwagen den Preis drücke. Ich habe ja ein paar Punkte wieder gesammelt. Und dann bezahle ich lieber 800.000 als hier 1 Million etwas. Und dann kann ich gleich den einen Test machen, fahre den schnellsten Wagen im Spiel in der Probefahrt. Ja, wir sind hier in Kalifornien jetzt mit der Corvette. Weg da! Zu nah dran. Aber neuen Buckets bekommen, das ist schon mal gut. Dum, 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 dum. Heckantrieb, das merkt man. Nicht dagegen, gut. Aua! Hier ist es ziemlich kurvig. Und das mit zum alten Wagen. Also von den dreien finde ich den am hübschesten, von außen jedenfalls. Das Büker, naja, kann man auch noch nehmen. Und die etwas neuere Corvette, die C3, ist nicht so mein Geschmack richtig, ne? Hätten sie lieber hier meinen Lieblingswagen reinnehmen sollen zum Beispiel. Von den Amis damals, und zwar den Dodge Viper, wollte ich gerade sagen. Die komme ich auf den Namen jetzt nicht hier. Was ist los hier, Andreas? Ich sag sofort. ich glaube, ich muss mal stoppen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier auf Stopp gemacht habe oder Daueraufnahme. Ich glaube,